willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere bei Dynamo Dresden. Ja, wir haben 2:1 gegen Union Berlin gewonnen und spielen als nächstes im DFB-Pokal dritte Hauptrunde gegen den RB Leipzig. Ich bin gespannt. Da wir gegen Leipzig spielen, müssen wir unsere Rotation wechseln. Dann nehmen wir die Rotation 1. 3D. So, das ist die hier. Okay. Dann let's go in die Trainingswoche. Mal gucken, wie wir uns schlagen gegen Leipzig. Ich bin immer gespannt. Aber ich gehe mal von der Niederlage aus. Aber wir sind schon mal eine Runde weiter als letztes Jahr. Oder? Nee, sind wir auch gekommen, glaube ich. Ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Scouting ist abgeschlossen gegen Leipzig. Schöne Weihnachtsfeier. Statusbericht Verletzungen. Wer ist denn tot? Das ist der Murillo. Klausel für Auflaufprämie. Ja. Ist ja alles okay. Alles schick. So, Murillo darf nicht spielen. Der ist verletzt. Da muss halt der Savitzky rein. Und, hä? Nicht der Artig. Was ist denn alle? Savitzky muss rein. So. So, für den Murillo kommt dann der Grechter auf die Ersatzbank. Paris, Athen, auf Wiedersehen. So, wir stellen ein, offensive Taktik, extrem offensiv, genau. Erstmal so und dann stellen wir eventuell auch Kurzpass um. Müssen wir halt mal gucken. Aber erstmal spielen wir unser 3D-Spiel. So, Leipzig in dunkel, wie in gelb. So muss das sein, du brauchst das. Würde ich mal so behaupten. So, wir haben ja Dinge, die dann nicht kommen. Oder die da kommen, oder wie auch immer. Oder so, oder so, oder so. So, dann schauen wir mal. Broll, Poggenberg, Magalan, Wahlquist, Kreuzer und wie sie alle heißen. Und los geht's. Wir spielen von links nach rechts. Freistoß. Daneben. Daneben geschossen. Da. Boah, gut abgewehrt, noch in letzter Sekunde. Harter Kampf. Aber wie gesagt, ich gehe mal nicht von dem Sieg aus. Ich bin gespannt, wie wir spielen gegen die. Natürlich würde ich alles dafür tun, dass wir gewinnen, aber ich glaube, da sind die noch einen Tacken zu gut für. Das wird nichts, das wird das 1-0 für die. Oder auch nicht gut gehalten. Oder und dann abgewehrt. Ja. Ach, gehalten. Schade.1-0, wow, durch Napier, sehr gut, das ist erfreulich, wenn ich das mal so sagen darf.
gehalten. Wieder ein nächster Angriff. Ah, hat er gerade noch sich dazwischen geworfen. Oh, der war gut gespielt. Aber Torwart hat gehalten. In die Mitte und 2-0, sehr gut durch Moussa Kone. So muss das sein. So habe ich mir das alles vorgestellt. Aber dass es auch so klappt, das ist für mich eine Überraschung. So, weiter, ey, abgefangen. Schade. Und weiter geht's. Ja, sehr gut. Sehr schlecht, meine ich. Alter, abgefangen. Hammel. Ich bin ein Hammel. Einwurf für uns. Sehr gut durchgesetzt. Und 3-0, ne, Ecke. Ecke Tor? Ecke kein Tor. Auch schade. 2-0 zur Halbzeit, das liest sich doch gut. Wie sind die anderen Ergebnisse? Dortmund 1-0 führen die. Paderborn führt auch 1-0. Bayern führt auch 1-0. Wolfsburg 0-0. Hannover 1-1. Düsseldorf 0-0. Und Freiburg führt auch 1-0. Ja. Mal gucken. So, in der nächsten Runde spielen wir entweder gegen Bayern oder gegen Dortmund. Gehen wir fest davon aus, dass sie weiterkommen. So, dann spielen wir weiter so und los geht's. Nein. Kameraden. Einwurf für uns. Jetzt kommt das 2-1. Ja. Durch. Ja, habe ich nicht lesen können, egal. Spielt keine Rolle. Steht auf jeden Fall 3-0. 3-0 steht es. Nicht 2-1. 3-0. Wir müssen ja von rechts nach links spielen, nicht von links nach rechts. Ja, sehr gut. Aber dann war das Kone, der das 3-0 gemacht hat. Doppelpack gegen Leipzig. Ja, muss erstmal bringen. 1-1 Bayer gegen Bayern. Leverkusen gegen Bayern. Freistoß für uns. Na. Aue Paderborn 0-2. Okay. Ecke für Leipzig. Ah, schade, abgefangen. Aber klar, war ja nur raus, war ja nicht ohne Sinn und Verstand rausgehauen, einfach Ball weg. Weg vom Tor, weit weg vom Tor. Sehr gut gespielt, aber leider kein Tor, hat er gehalten. Leverkusen Bayern 1-2. Thiago. Gladbach Düsseldorf 1-1. So ist das. Ach, ja, hat er gut gehalten. So, weiter geht's. Na, Freundchen. Mach keinen Driss für 2. Jetzt auch nicht. Schade. Wieder nächster Angriff. Wieder abgefangen. 80. Minute, 10 Minuten. Ah, das kann noch viel passieren. Man erinnere sich damals Bayern gegen Manchester United. Innerhalb von 2 Minuten ist 2-1 kassiert. 1-1 und 2-1 kassiert. Innerhalb von 2 Minuten.
Dann war es das gewesen für Bayern. Nürnberg Dortmund 0 zu 2, ja, das war vorauszusehen. Elfmeter. Hey, Kone, triffst du wenigstens? Du triffst sehr gut. Hat er jetzt einen Doppelpack? Nee, einen Dreierpack hat er gemacht sogar gegen Leipzig. Ja, das ist jetzt hier erst in das Spiel. Das schaffen sie nicht mehr. Da können sie so gut sein, wie sie wollen. Drei Tore, never. Also, wir sind in der Achtelfinale, im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Frage ist nur, wer wird unser Gegner? Ich hoffe nicht auf Bayern oder Dortmund. Ich möchte dann gerne einen anderen haben. So, wir haben 4-0 gewonnen gegen Leipzig. Sehr gut. Guck mal die anderen Ergebnisse. Nürnberg, Dortmund 0 zu 2. Aue, Paderborn 0 zu 2. Leverkusen, Bayern 1 zu 2. Bremen, Wolfsburg 3-0. Augsburg gegen Hannover 3 zu 4. Okay. Gladbach, Düsseldorf 2-1. Und Bochum, Freiburg 0 zu 2. Okay. Dann gucken wir uns jetzt mal die Auslosung an. Ja, wir können hier nur eine 2,5 hat aber 3 Tore geschossen. Ja, ja. Die Notenverteilung ist manchmal auch ein bisschen fragwürdig hier, aber naja, das sind halt Sachen. So, dann gucken wir mal. Borussia Dortmund spielt gegen. Das habe ich gesagt. Dynamo Dresden. Dortmund gegen Dresden, ey. Freiburg gegen. Gladbach? Ach, Viertelfinale ist das schon, okay. Werder Bremen spielt gegen Bayern München. Ja, und dann spielt Paderborn gegen Hannover. Ah, den nächsten knaller Gegner, ey. Aber in Dortmund, das wird richtig schwer. Naja, müssen wir mal gucken. Müssen wir das Beste draus machen. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder in der Winterpause. Und zwar werden wir dort spielen bis zum Hallenturnier. Nach dem Hallenturnier machen wir weiter Winterpause bis mit inklusive dem Rückspiel gegen Heidenheim. Dann bis morgen. Ciao, ciao.